Mein Vater pflegte morgens verhältnismäßig früh aufzustehen und ging dann auf sogenannte Produktivspaziergänge. Dies geschah manchmal alleine, manchmal aber auch mit der Sekretärin, die in ein Heft notierte. Sie stenografierte nicht, was mein Vater ihr diktierte. Aber auch er hatte ja diese grauen Bücher, die Sie von oben kennen, in die er also mit einem Kohinoor-Bleistift hineinschrieb. Das, was er mittags, kann man sagen, nach Hause brachte, hat er dann eindiktiert nach seinem Mittagsschlaf und der berühmten Fräulein Jungmann, die man hier erwähnen muss, und bis abends um 9 manchmal. Und die Kontrolle geschah meistens in einer Art Festivitas, bei einem guten Essen und einem sehr schönen Schluck Wein. Und dann kam es dazu, dass die seine Gäste vorlasen, damit er die Distanz bekam zu dem, was er am Nachmittag geschrieben hat. Aber diese Art, die fast den ganzen, die eigentlich den ganzen Tag ausfüllte, hatte auch etwas ganz richtig solide Büromäßiges. Nulla dies sine linea, hat er immer gesagt. Und aus diesem Grunde entstand allmählich das Werk, das riesige Werk, das nun in 100.000 Seiten vorliegt.